schöner Fisch. Ja. Ja, jawohl! Swedish Anglers ist der Beste. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Leute, es geht um alles. Die beiden erfolgreichsten Angler des YouTube Predator Cup 2018 stehen sich gegenüber. Nur einer wird sich den Pokal holen und als erster Champion in die Turniergeschichte eingehen. Dustin Schöne fing bisher in jeder Partie genau einen Fisch. Er fing jeweils einen guten und jeweils mehr als sein Gegner. Deswegen steht er heute im Finale. Der Top-Favorit der Zuschauer setzte sich gegen Luis vom Big L Fishing Channel, Ricardo Stüttem von Fish & Clips sowie Johannes Höfner von JH Fishing durch. Doch wenn der Begriff Top-Favorit einem Angler herzlich egal ist, dann Dustins Finalgegner Tobias Eckwall von Kanal Gratis. Im Achtelfinale kam er gegen Veit Wilde weiter, im Viertelfinale gegen Dietmar Isayasch, nachdem er zunächst jeweils weit zurückgelegen hatte. Im Halbfinale entpuppte er sich als cleverer Taktiker und nahm Daniel Andriani an für ihn unbekannte Poldergräben. Dort dominierte Tobias das Match und zog souverän ins Endspiel ein. Liebe Zuschauer, es wird ernst. Ich sitze hier heute mit Tobi und mit Dustin. Heute ist der erste Tag des Finales des YouTube Predator Cup. Wir fischen heute vom Boot und eigentlich wollten wir es andersrum machen. Wir hatten eigentlich gedacht, den ersten Tag vom Ufer zu angeln und dann vom Boot. Wegen der Windverhältnisse morgen haben wir es aber jetzt getauscht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt mit euch beiden. I think both of you are very, very good anglers. You deserved it to come to the finals. Both of you fished, I mean, I spent some days with you on the water now, and both of you fished very, very concentrated, is what I could see. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer von diesen beiden sehr guten, sehr konzentriert angelnden Jungs hier heute erstmal die Oberhand behalten wird und dann, ja, morgen macht Babs dann das Uferbattle und dann komme ich zur Siegerehrung wieder. Tja. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben einen kleinen Pokal besorgt. Ja. Und aber jetzt haben wir nicht so viel Zeit zu verlieren. Es geht erstmal aufs Wasser. Dustin, du gibst heute die ersten 3 Stunden die Spots vor. Ja. The next 3 hours then, the second half of the day, you will say where to go. Yes. On which spots. Yeah. And we have decided that the angler who is leading tonight will decide on the spots tomorrow first. Okay, perfect. Okay? Yeah. Okay, let's do it. Los geht's. Good match. Yeah. Friend. Good game. Tight good lines. Game. Tight lines. Let's go. Let's catch a big one. Die Regeln im Finale sind dieselben wie immer. Allerdings haben wir erstmals 2 Angeltage, deren Punkte aufaddiert werden. An jedem der beiden Tage haben die Angler 6 Stunden Nettoangelzeit, um mit Kunstködern 3 Wertungsfische zu fangen. Die Multiplikatoren für Hecht, Barsch und Zander könnt ihr den Silhouetten der Fischarten in unserer Grafik entnehmen. So, Toby, you have fished in Holland pretty much the last month. Yeah. But not on this water, right? No, I never fished here before. But since I'm working with filming, I've been filming Fredrik Julian in Persbro on this water for 3 days, and also I've been filming Sylvain Legendre and Vincent Tobé fishing this water in Persbro. So okay. I kind of know this water without even having made a single cast yet. Wenn ihr Persbro gesehen habt, hat das Fox Rage Salmo Team hier auf dem Gewässer gefilmt. This year. And the year before. Ilex Skanki. So, genau, and they are really good anglers. So I kind of know their spots. Okay. And actually, Toby has given me some spots where he have caught good fish recently. So I'm gonna go to his spots now. That's my tactic. Yeah, that's probably the best idea because, of course, the Perch Pro filming was in a completely different time. Yeah, exactly. So, we'll see. Yeah, it's gonna be interesting. You at least kind of prepared. Yeah. And yeah, Dustin, of course, du kennst dich hier aus. Ja. Du hast auch gestern schon mal hier geangelt. Ich habe gestern Ein kleines Foto bekommen, kann man sagen. Ja, ich habe gestern einen Wurf gemacht, nur um zu gucken. Also nein, ich wollte rausfahren, gucken, ob die Tiefe geht. Und beim ersten Wurf ist mir tatsächlich ein 48er Barsch eingestiegen.
Dann habe ich sofort das Angeln abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ja, es funktioniert und ich wollte die Spots nicht verangeln. Ansonsten war ich zu dieser Jahreszeit aber, glaube ich, noch nicht hier. Da war ich immer auf dem Haringfleet. Deswegen bin ich ein bisschen nervös. Er ist, glaube ich, sogar besser vorbereitet als ich. Ich bin hier immer im Frühjahr. Und unabhängig davon ist er ein super Angler. Im Halbfinale hat er bewiesen, ja, dass er sehr, sehr gut angelt. Weißt du, das ist ein ganz, ganz bescheidener Junge. Ja. Ich würde es nicht unbedingt immer denken, aber so ist er tatsächlich. Das Thema hatten wir gestern, ja. ja, aber ich hoffe natürlich heute, meine Taktik wird sein, Barsche zu fangen. Größter Umrechnungsfaktor, nicht ganz so flach zu angeln wie sonst in den Wettkämpfen hier. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und zuversichtlich, dass ihr beide heute was fangt. Ja, Juli und ich wünschen uns auf jeden Fall ein paar Fische, die wir filmen können. Die wünsche ich mir natürlich auch. Aber die habe ich mir immer gewünscht und bin immer mit einem Fisch jetzt nach Hause gegangen. Das wird heute nicht reichen, glaube ich. Das wird heute nicht reichen. Schauen wir mal. First spot, I don't know as well. Not really good. I just caught there in summertime one nice decent perch, so try. Let's try if they are still yeah. there. Perfect. Actually, it's a pike spot, but I don't tell you. No. No. Really, it's no. I think it's under spot. I think it's just a perch and pike. Okay, that's good. I like perch and I like pike. Maybe I should go for Sander then. Maybe I'm tricking you. Maybe I like Sander the most. Okay, so. Good luck. Tight lines. Intense. What? The game. It's intense. Yeah. Both of us really wants to win. Fucking hell. And that's the only spin jig I have. I have a sister. Do you want me to grab it? Then I can cut the line for you. Sehr gut. Man reißt hier eigentlich nie ab, aber im Wettkampf natürlich passiert's. Irgendwie ein bisschen blöd, aber. Ja, guck mal, was wir jetzt machen, oder was ich jetzt mache. Probiere ich mal ganz leicht mit einem Texas Rig. Ist natürlich immer ärgerlich, weil man verliert Zeit. Er kann jetzt angeln, ich muss montieren. I told you. You know, in German we call it Schadenfreude. Yeah. You know what Schadenfreude? No. Because you were so happy that I had this one. Yeah, okay. You have one now. Yeah, no. You lost it? Yeah. Oh, I'm sorry. In Germany we call it Karma. Karma, yeah, Karma, it's Karma. Also. So, erster Spot. Jo. Hat nicht viel gebracht, außer ein bisschen Abriss. Ein bisschen Abriss und auch, sag ich mal, ein bisschen Wasser auf den Jacken. Echt riesen Guss runtergekommen. Scheiße, ja. Zweite Stelle wird hoffentlich besser. Ja, fangen wir am Barsch. Versprochen. Ich hoffe ich, aber. Vielleicht auch der Tobi, wer weiß. Zweiter Spot für heute. Kein Unbekannter, hier waren wir im Halbfinale schon. Dustin konnte hier einen sehr, sehr guten Barsch fangen. 47er war das, glaube ich. Und auch sein Gegner hat hier gefangen. Also, ja, ich hoffe mal. Es wird ähnlich laufen jetzt. Schauen wir mal. Dustin ist auf jeden Fall zuversichtlich, aber man merkt ihm auch die Nervosität an. Er weiß, er hat hier heute einen sehr, sehr starken Gegner vor sich. Fisch, 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 Fisch. Congratulations, good one. That's a good one. Oh, das ist ein Riesen. Ja. Das ist ein Riesenbarsch. Fuck, ja. Yeah. Good start. Ja. Yeah. Oh, fuck, nice bite. Alter, puh.
haben einen 48er Barsch. 48er Barsch, was für eine Maschine. Ich habe auf dem Rubber Jig gefangen, an der Kante hier, von anderthalb auf 5 Meter. Ist der eingestiegen, dieser schöne Fisch. Den verarzten wir jetzt und dann darf er natürlich schwimmen. Puh, yes! Dustin hat nicht zu viel versprochen. Es vergehen keine 10 Minuten am zweiten Angelplatz, da ist der erste Fisch im Kescher. 48 cm hat der Barsch. Damit kann Dustin den von ihm selbst aufgestellten Turnierrekord um 1 cm verbessern und sagenhafte 115,2 Punkte auf sein Punktekonto packen. Doch wie bereits erwähnt, ist Tobi nicht dafür bekannt, sich durch Fangerfolge seiner Gegner zu sehr beeindrucken zu lassen. Fisch, Köder und der schwimmt jetzt wieder. Oh, ist das ein traumhafter Fisch, ey. Ist ja unglaublich, wie schön dieser Fisch ist. Ich bin so am Zittern jetzt. Danke fürs Keschern, das war super schnell. Ich habe schon gedacht, beim letzten Mal hatte ich genau an der Stelle einen richtig dicken verloren und dachte jetzt während des Drills schon, oh bitte, bitte bleib dran. Aber diesmal hat es geklappt, Gott sei Dank. Okay, weitermachen, weil mein Gegner ist super, super stark und dieser Fisch wird diesmal mit Sicherheit nicht ausreichen. So Toby, yeah. Your opponent? Yeah, it's a good start. Had a good start. Good start, but the thing with these waters is it's like these fish are quite common. Like you could run into a big school of like 45 to 50s and then you could catch like 3 in like, I don't know, half an hour. So it's far away from over. Far away. It's far away from over, that's yeah. For sure. But it was especially it was not good. It was a very good fish. Yeah, it's a good for him, but it was not good for me. No, it was not good for you, but you have plenty of time today and you still have the day tomorrow, so that's not a problem. No. But a very good start for Dustin. Absolutely. The best perch of the tournament so far. Yeah, let's change that. And I like that you're still very confident, Toby. I like that. Beide haben hier am zweiten Spot ihre Lieblingsbarschköder ausgepackt. Dustin hat den Crazy Flapper von Kitec genommen, hat sich auch sehr, sehr schnell rausgestellt, dass das hier ein sehr erfolgsversprechender Köder ist, hat ja auch im Halbfinale damit hier schon gefangen. Ist übrigens auch in der Erfolgsköderbox vom YouTube Predator Cup mit dabei. Und Tobi hat mit einem kleinen Gummifisch, also mit einem Shad gefischt in 9 cm, dem Flatnose Mini. Hat dann aber jetzt, nachdem Dustin seinen großen Barsch gefangen hat, auch auf den Krebs gewechselt, auf den Monkey Craw. Ich glaube, der ist auch bei den Erfolgsködern dabei. Und ja, mal gucken, ob ihm dieser Wechsel Glück bringt. Bisher war es ja immer so, dass er in den Battles sich auch viel nach dem Gegner gerichtet hat, viel geguckt hat, was der Gegner macht. Damit ist er sehr, sehr gut gefahren im Achtelfinale und im Viertelfinale. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, ob der Wechsel diesmal wieder was bringt. Kann jemand Kescher finden? Oh, der ist even bigger than the one before. Don't say that, please. Yes! You're on fire. Whew. It's not bigger, but it's great. Yeah. Krasser Fisch, man. Oh, good work. Ich bin nicht mehr nur mit einem Fisch jetzt am Start, der zweite Fisch. Puh. Geil, der hat die Größe wie der andere, würde ich sagen. Wunderschöner Fisch, makellos. Ist doch geil, ey. Barschalarm vom Feinsten, würde ich sagen heute. 46 cm, krass. Ich muss mich beeilen, weil Tobi fischt weiter, ich muss auch noch einfangen. Puh.
habt sie dann, Jungs. Geiles Teil, ey. Finalwürdig, deine Performance hier bisher. Ja. Absolut. Mal gucken, ob es so weitergeht, ne? Du hast dir die Topform fürs Finale aufgehoben. So macht man das jetzt ganz groß. Ja, warte mal, ist noch nicht Ende, ne? Zwei Fische reichen noch lange nicht. Aber zwei richtig, richtig gute Fische. Ja, das stimmt. Richtig geile Fische. Toller Fisch, ey. Guck mal, wie schön. Wow. Der war schnell weg. Der nächste Großbarsch und wieder ist es Dustin, der ihn fangen kann. 46 cm bringen 110,4 Punkte. Damit hat Dustin nun schon unglaubliche 225,6 Zähler auf der Habenseite. Wird Tobi nun doch nervös oder kann er schnell zurückschlagen? Immerhin ist er doch als Barsch-Spezialist bekannt. Unabhängig davon, dass er jetzt natürlich im Wettkampf ist, Fisch auf, Fisch auf! Fisch! Gute Fische. Good work, good work. This is really good work. Is it a perch too? Yeah, yeah, it's a perch. Yes! Next good perch. Oh my god! Yeah, if you would have caught one more perch before I caught one, I would have been so bad. This is bigger than your second one, but not bigger than your first one. It's just 2 centimeters in between, so Oh, good start in the final. Now we need to measure it quick because I need to catch another one. As you see, Dustin was fishing with the craw, so I changed to the monkey craw. Works really good. Same color as him, kinda. Imitate him as I do with everyone I'm fishing with. Yeah, 48 centimeters. Very, very nice fish to catch in this competition. I think it's really important, but it's time to release it. So, bye bye. 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 Yes, very important fish. Very important one. Now I need to catch another one. Die Erleichterung ist Tobias anzumerken. Auch er kann ein 48er Barsch fangen und macht wertvolle Punkte auf Dustin gut. Drei Barsche 45 plus. Was ist das denn eigentlich für ein Wahnsinnsfinale? Gerade einen Ring abgebrochen. Wie ist das passiert? Wieso? Vermute mal, wenn du mit dem Boot fährst und immer über Wellen fährst und so, da leidet das Material schon. Ne, die merkst du ja selbst an deinem Hintern, wie das wehtut. Und wenn da ständig die Rute... leidet nicht nur das Material. Ja, über Jahre so auf den Boden knallt, dann geht auch mal was kaputt. Schade, meine Lieblingsrute 18 Gramm, also Lieblingsrute für Barsch, 18 Gramm Zodias. Mir in dem Turnier jetzt schon drei große Barsche gebracht. 46, 47, 48. Ich glaube, ich muss erst mal ein bisschen ohne Cap, aber es ist nicht so wild. Aber jetzt haben wir diese. Setz die Kappe auf. Nein, noch nicht. Er muss trocknen. Wow.
Ja, den Spot habe ich mir ausgesucht, weil hier immer Fisch steht. Und der andere Spot, nachdem wir die drei Fische gefangen hatten, irgendwie nicht mehr so ergiebig war. Jetzt probieren wir es hier. Hier kannst du auch ein bisschen mit einem Wobbler angeln, Spinjig, verschiedene Sachen ausprobieren. Das würde ich jetzt mal machen. Und trotzdem versuche ich hier einen Barsch zu fangen, obwohl hier auf jeden Fall auch Hecht und Zander vorkommen. Aber ich bin immer noch jetzt gerade mit einem Wobbler dran, hier an der Kante, und versuche einen Barsch zu fangen. Um die drei Barsche voll zu machen. Das wäre schon geil. I put on the flatness mean again, because that lure kind of always works. It's a very good all-around lure. So I'm trying to get the perch, because I think a big perch is very important at this moment. Because like another, yeah, he's leading. That 46 perch he has is a very good, it gives him lots of points. So I kind of need to catch another one in that size. And then flatness mean is a perfect lure. Especially now when we're like kind of drifting and not standing still. Because when I'm fishing the crow, I kind of want it to lay still on the bottom and then fish it quite slow. Oh, this is bizarre, I don't think it's... Is that enough? Yeah. Yeah, good. Like I said, a good all-round lure catches pike, perch, and sander. But this sander will not give that many points that I need in order to get in counts. The lead. But it counts. It's definitely. So if I catch one more big perch and he doesn't catch anything, it's good for me. Fuck. Auch Biss, Zander. Das war der Biss. Spinnerblatt weg. Scheiße. Yeah, 57. Good Sander and great to catch fish in this finale. Let's put it back and try to catch another one, because since he lost one, there might be a more active fish here. So I need to hurry up again. Bye bye. Der erste Zander des Tages. Der 57er bringt Tobias 74,1 Punkte. Er ist wieder in Schlagdistanz zu Dustin. So, jetzt ging wieder ziemlich viel hintereinander. Bei Dustin leider ein Fehlbiss, Spinnerblatt verloren, ärgerlich. Bei Tobi erfreulicherweise ein Zander von 57 cm. Tobi holt damit auf, 36,3 Punkte ist Dustin noch vorne. Aber beide haben jetzt zwei Fische gefangen. Sollte Tobi jetzt noch einen fangen, geht er auf jeden Fall in Führung, wenn der Fisch Mindestmaß hat. That was important. It's a small one, yeah, but it's mine. It's meiner. Shit. Nicht zu vergleichen mit den anderen von der Größe, aber geil. Ich freue mich riesig über den Fisch. So, damit sind die drei Fische voll. Oh, das war nass machen. Nicht ganz so viel nass machen von der, Länge, meinst du? Diesmal. Aber das ist auch immerhin ein 34er. Ja, 34 cm genau dran. Das Krasse ist, dass man, wenn man eben so drei fette Barsche gesehen hat, dann unterschätzt man so einen Fisch. Der hat auch 34 cm. Der kleinste Barsch des Tages ist beileibe kein Zwerg. 34 cm bringen satte 81,6 Punkte. Damit macht Dustin als erster seine drei Wertungsfische voll und liegt nun wieder komfortabler in Führung. Ja, das erste Mal, dass ich drei Fische voll gemacht habe jetzt. Bei den anderen Wettkampftagen war es ja immer so, dass ich eher stark in der Defensive war. Ja, diesmal geht es auch ganz gut mit der Offensive, aber Tobi legt nach, krasser Angler, adaptiert unglaublich schnell und hat echt krasse Skills. Es wird ein hartes und enges Match heute, leider.
is bigger. It's not that big, but it's bigger than the last one. Oh, quite deep. Oh, peanuts on that. Yeah, three fish, that's good. Then at least you don't get a lot of points if you're gonna be in the lead for tomorrow. That's true. Congrats. And still, there's like plenty of time left. Yeah. 60 centimeters. Yeah. Perfect. Yeah, I'm really glad that I've caught all the three fish that counts today. But still, there's plenty of time and I want to catch more big perch. So I'm gonna release this one and hopefully change the next species to perch. Bye bye. Yes, good. That's good. Let's see what the scoreboard says. Es geht Schlag auf Schlag. Auch Tobi hat seinen dritten Fisch in der Wertung. Ein 60er Zander bringt ihm die nächsten wertvollen Punkte. I think this is a decent sounder as well. To be an upgrade from the 57 centimeters. I want perch. I want perch. I want perch. Oh. Maybe I could be. Could be like 1 point or something. Yeah, I'm the sander angler today and he's the perch man. Usually it's the opposite. I'm the perch guy, but I'm not complaining when catching these fish. 58. Yeah. Yeah, 1 centimeter better. Yeah. You're gaining 1.3 points. Yeah, better than nothing. In gefangenen Fischen übernimmt Tobi die Führung. Doch sein dritter Zander stellt leider nur eine Verbesserung von 1,3 Punkten dar. Die fischreichste Halbzeit des Turniers ist vorbei. Mit einem unglaublichen Spielstand von 307,2 zu 268,6 geht es in die Pause. Schauen wir mal, was Tobias in der zweiten Halbzeit für Pläne hat. Now it's my turn to choose spot. On this spot it was too much sand there. They were very fun to catch, but I need a big perch. So I'm gonna go to a spot over there, where Vincent Tobias told me that there is a good chance to catch a big perch. So now we're gonna go there. It's really deep now, 9 meters. It should get a little bit shallower. Yeah, it's 10, almost 10. Now it's over 10. Stay here. No? I could steer, use the steering. Yeah, if you want. Yeah, but I'm kind of not used to this boat, so you have to tell me if there's like a bigger boat coming and we need to move. Okay. I think I'm gonna manage, but kind of if you could have it a little bit in your mind. So, wir machen jetzt schon den dritten Spotwechsel in der zweiten Halbzeit. Während wir in Dustins Hälfte doch ja, relativ ausgiebig die Stellen abgefischt haben, scheint Tobi die Fische eher zu suchen, also in die Spots immer nur relativ kurz abzuangeln, dann gleich wieder zu wechseln. Sind alles Stellen, die er von Perch Pro kennt, von seinen Spezies aus dem Alex Gunky Team und aus dem Salmo Fox Rage Team. This was we try now. This is like spots I wanted to check quickly. This is what we're going to now, we're gonna to stay a while. Because it's a big shallow plateau where there's like a lot of fish, but they're quite spread out usually. So this spot we're gonna try for quite some time. And I'm thinking about to go back where he caught his perch, but I'm kinda like,
if I go back there and he catches another big one, it's not good at all for me. But if I go back there and I catch a big one, it's really good. So I'm kind of wondering if I should go back there or not. But first, we're gonna try that spot. It's a big shallow plateau where I know there's a lot of big fish. So let's go there. That this, I know that spot where there's something like 4 or 5 meters. Yeah. Like here. Yeah. It should be somewhere here. At this spot, Vincent told me that there's like one fish here and one fish there is like not together. So what I'm doing now, I'm driving like in circles and like in S-curves. Not standing still, really trying to find one perch because I think it's quite necessary for me to catch one more big perch. I could go to like a spot where I know we're gonna catch like pike and sander or small perch, but the thing I really need is one big perch, and therefore it could be slow fishing. We could maybe not catch anything. Ja, die Spots, die Tobi hier auswählt, sind interessant. Kennt sich hier besser aus als ich, habe ich das Gefühl. Aber klar, er hat der Perch Pro hier ein paar Mal gefischt und natürlich spannend, neue Spots kennenzulernen. Hier gab es jetzt noch nichts. Ich glaube, er wird nachher nochmal zu unseren Anfangsspots zurückfahren. Wir haben jetzt noch 5:30 ist es, 1,5 Stunden bis 7 ungefähr fischen wir, glaube ich. Kann noch viel passieren. Mal gucken, was passiert. Ich hoffe, ich kriege noch einen Barsch, um die Barsche dann eben in vernünftigen Größen voll zu machen. Aber man kann jetzt schon sagen, es war ein unglaublich geiler Angeltag. Ne? Wir haben jetzt 3 Barsche über 45 gefangen. Da kommt vielleicht noch einer dazu. Ja, das ist schon ganz geil. Hat man nicht alle Tage und freut mich natürlich. Fish? I'm gonna change the try. No, please. Because not. There are big perch here. I just need to find how to trick them. Da waren viele, ich habe viele Anfasser gerade gehabt und dann hing er. Warum die ersten nicht hingen, ist ja klar. Sieht man bei der Fischgröße. Jetzt nicht das, was wir unbedingt haben wollten, aber Barsch ist da, ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Allerdings macht mich das auch ein bisschen nervös, weil noch führe ich. Aber wir haben noch 1,5 Stunden zu angeln und ja, wird knapp. Es wird echt ein knappes Rennen. Gas geben, weiter Gas geben. Der erste Fisch der zweiten Hälfte ist hart erkämpft, bringt aber keine Punkte. Der Halbzeitstand ist noch immer aktuell. I have been thinking about to go back to that spot where we caught the big perch, but I think if we would go back, there's like a little bit more chance that he catch another big one because he really knows the spot and he really knows how to fish the craw proper. So therefore I'm gonna stay at this spot until the end. I don't want to risk anything. And I know there's big perch here, I could catch another big one at any moment. I think that's the best tactic for me. Ich fühle mich auf gar keinen Fall sicher. Ich habe nur einen kleinen Vorsprung und auf dem Boot nennen wir hier den Tobi Comeback Kid, weil er jetzt schon mehrfach bewiesen hat, dass er aus einem Rückstand noch einen Sieg gemacht hat und deswegen muss man immer vorsichtig sein und sich nicht zu sicher fühlen. Am besten wäre es, ich fange noch einen dicken Barsch und mache damit vielleicht den Sack zu. Der Kleine von ihm hilft dann nicht viel weiter. Ja, wunderschöne Abendstimmung hier, kaum Wind. Spiegelglattes Wasser, wirklich entspannt, aber Fische sehen wir nicht mehr so wirklich, bis auf den kleinen Barsch von Dustin haben wir jetzt hier an diesem Plateau nichts gekriegt. Wo ich gerade einen guten Biss hatte, muss ich sagen, wirklich, der war nicht ganz so klein wie der, weiß man natürlich nie, außer nee. Man ist Didi. Nee, Didi fragt dann, ne? Warst du ein Barsch? Warst du ein Barsch? Warst du groß? ja. Aber da kommt schon noch was. Ja, gucken wir mal. Also wenn nicht, wenn heute nichts mehr kommt, kann ich persönlich auch mitleben. Morgen wird es definitiv richtig spannend, egal was heute noch gefangen wird. Ja. Denn beide haben auf jeden Fall ihre 3 Wertungsfische voll gemacht. Das heißt, morgen ja, sind beide noch in unmittelbarer Schlagdistanz zueinander, egal was heute noch gefangen wird.
Und ja, also ich denke, wenn jemand morgen einen Fisch mehr als der andere fängt, wird das schon entscheiden. Also man sollte auch morgen schauen, dass man seine 3 Fische voll kriegt. Definitiv. Und dann hast du natürlich dann doch einen kleinen Vorteil, wenn es so bleibt. Ja, morgen muss man natürlich sagen... 40 cm muss man dann auch erstmal aufholen, wenn du deine 3 Fische kriegst. Richtig. Das ist, sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ja, und morgen ist auf jeden Fall... Ja, gucken wir, ne? Er hat schon angekündigt, er will sehr flach angeln. Darauf war ich nicht vorbereitet. Also Tobi hat im Halbfinale, ihr habt sicher gesehen, ziemlich erfolgreich in den Poldergräben gefischt. Es klingt so, als wäre das auch für morgen sein Plan, da nochmal Hechte zu fangen. Was machst du denn morgen in deinen 3 Stunden? Das Hast du schon einen Plan? Weiß ich noch nicht. Also erstmal war ich darauf nicht vorbereitet, dass wir in Poldergräben angeln. Das heißt, das wird sehr schwer für mich. Ich muss vorher irgendwie versuchen, die 3 Fische zu fangen. Ich habe hier noch nie vom Ufer geangelt, also schon mal in der Nacht. Aber da können wir jetzt tagsüber nicht fischen. Das heißt, ich weiß tatsächlich gar nichts. Und während an die Spots gehen, die er auch mit Veit Wilde befischt hat. Also da willst du hingehen? Also, ich denke schon. Ich überlege es mir heute Nacht nochmal und rufe vielleicht nochmal den einen oder anderen Kenner an. Aber ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Ich gucke mal, wie weit der Rhein entfernt ist von dem Spot, wo wir angeln. Vielleicht gehe ich auch da hin. Gucken wir mal. Toby, Dustin, last 5 minutes, okay? Ich bin nicht so extrem optimistisch, dass jetzt noch was geht, auch wenn eigentlich, sag ich mal, Abenddämmerung ja immer irgendwie eine gute Zeit zum Angeln ist, sind wir doch hier auf einem relativ toten Spot, oder zumindest keinem Spot, wo besonders viel Frequenz gewesen ist, jetzt in den letzten, ja, wie lange waren wir hier? Schon fast 2 Stunden, ne? Aber Tobi scheint, glaube ich, auf den morgigen Tag zu setzen. Ich glaube, es stört ihn nicht so sehr, dass jetzt hier nicht mehr viel passiert ist. Er, glaube ich, ist relativ zuversichtlich, dass er an seinen Uferspots morgen die Punkte macht. So Leute, der erste Tag ist vorbei. Great fishing guys, great fish, good anglers and absolutely no decision. Sadly. But was a great day. Yeah, really, and 2 really good perch. Yeah, like 3. 3, yeah, 3. 3 good yeah, perch. 3. Yeah. Was a great fishing day, I would say. So, absolutely. And everything is open for tomorrow. Yeah, that anyone can win. Yeah, completely. It's your spot tomorrow. Pike fishing is your thing, so. It's gonna be hard tomorrow for me, but I will give my best to beat you. It's gonna be good. Dustin, you also have your 3 hours. Yeah. And I think you're also able to catch something from the shore. I think so too. Ja, also wir werden wirklich sehen. Für die Zuschauer eigentlich wie gemalt. Es gibt keine Vorentscheidung, alles ist komplett offen und wir werden morgen wahrscheinlich 2 komplett verschiedene Stellen auch sehen, könnte ich mir vorstellen, an denen gefischt wird. Und es wird ein sehr, sehr spannendes Finale bleiben, auch in der zweiten Hälfte. Ja. Also wenn euch die Performance der beiden Jungs gefallen hat heute, dann guckt auf jeden Fall mal auf den YouTube-Kanälen von BATV, Barschalam TV vorbei und natürlich auch von Kanal Gratis. Die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben, wir freuen uns über einen Kommentar, was euch
ja, an dieser Folge gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht so gut gefallen hat, wie vorhin uns, vor allem Dustin, sehr über kritische Kommentare zu seinem Boot. Ja, die kommen ja in häufiger Regelmäßigkeit. Die kommen auch ohne Aufforderung, nein. Ja. Auf jeden Fall würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls das noch nicht geschehen ist. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer sehr, sehr spannenden zweiten Hälfte im Finale des YouTube Predator Cup. Tschüss. Ciao. Ciao. Es ist angerichtet. Am 25.12., am ersten Weihnachtstag, könnt ihr die Entscheidung und den ersten Champion in der Geschichte des YouTube Predator Cup sehen. Dustin liegt knapp vorne, doch er muss einen ganzen Tag gegen Tobias vom Ufer antreten, der sich an seinen Poldergräben zumindest im Halbfinale pudelwohl gefühlt hat. Tobias fehlt es vor dem entscheidenden Tag auf jeden Fall nicht an Zuversicht. Ob er recht behält, erfahrt ihr sehr bald. Habt alle entspannte Feiertage und ein schönes Weihnachtsfest. Also. Wie ernährt sich so ein Kameramann bei der YouTube Predator Cup? Schnitzel zum dritten Tag hintereinander? Darf ich mal fragen? Ausgewogen. Konstanz ist auf alle Fälle, sag ich mal. So, what are the chances for you tomorrow? Also a man who likes what? Chicken, I can add at this stage. I would say like, Dustin has slightly a lead, the lead is slightly more a big chance that he will win, but it's still very tight. Very, very tight. Yeah. So everything is going down tomorrow. And he's gonna be, and I'm gonna kick some German ass. Yeah? Yeah. Selbstbewusste Worte, bitte. Sorry? Wird das machen morgen? Wenn man etwas selbstbewusst sagt und es mit Überzeugung auch so meint, dann kaufen 80% der Menschen das auch ab. I don't know what she said. Me neither. No one does, that's the thing. No. Yelini. Alex, make sure.